Hey Leute, willkommen zurück bei Magic 2014 und ihr seht es schon, wir wollen heute nach Kaldheim reisen. Die anderen fünf Gebiete haben wir alle schon abgeklappert. Ich bin echt gespannt, was uns jetzt hier erwartet und ich würde sagen, wir legen einfach los. Oh, okay. Nur ein Gegner scheinbar. Und zwar ist es prophetische Delirien. Das wird wahrscheinlich der Dulli sein. Der Ramas, genau. Und schaut euch das mal an. Er hat mal wieder alle Sterne voll. So kennen wir das von dem anderen hier, den Nicol Bolas von Magic 2013. Ich würde gerne mit den Masken der Dimir spielen. Das haben wir ja freigeschaltet beim nächsten Mal. Wir probieren es einfach mal. Wir haben natürlich noch gar keine Karte jetzt freigeschaltet. Das ist natürlich ein kleines Problem. Aber ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Es ist ein Two-Headed Giant. Halt, nee, nicht ganz. Es ist 2 gegen 1, wie es mir scheint. Und wir spielen gemeinsam mit Chandra. Ramas hat 40 Lebenspunkte dafür. Und ja, ich muss ja erstmal schauen, was habe ich denn so? Hier habe ich schon mal fliegend und ich verliere einen Lebenspunkt zu Beginn meines Versorgungssegments. Das ist ja assi. Das will ich jetzt aber nicht so gern. So, eine Kreatur erhält -3/-3 und ziehe 2 Karten. Ja, ich meine, klar, es ist eine 4/4-Kreatur. Ist ein Vampir, aber der hat ja auch keine Lebensverknüpfung. Ich behalte die Kartenhand erstmal trotzdem, liebe Leute. Und dann lasst uns mal eben jetzt direkt das erste Land holen. Wir holen uns einfach mal das hier. So, bestätigen. Und jetzt ist Chandra dran. Was ich noch sagen wollte... Ach, wir haben auch 30 Health zusammen. Oh, ich habe vergessen, meinen Titel zu ändern. Ich bin immer noch der Alara Champion. Dabei bin ich jetzt ja eigentlich schon der... Was haben wir nochmal besiegt letztes Mal? Das... Chandala war schon, Zendikar war auch schon. Ravnica, genau, wir sind jetzt der Ravnica-Champion und schaut mal, was er hier spielt. Du darfst in jedem deiner Züge ein zusätzliches Land spielen. Erforschung. Ich glaube, der dreht jetzt total am Rad. Ja, der wird sich jetzt natürlich direkt noch ein weiteres Land holen, der alte Sack. So ein alter Homo-Fürst. So haben wir natürlich nicht gewettet. Ich muss mal zusehen, hier darf ich Karten ziehen und hier darf ich eine Kreatur töten. Notfalls ist es ein Spontanzauber. Ja, es ist einer. Das kommt mir natürlich sehr gelegen. Wir machen einfach mal direkt weiter und Chandra könnte schon hier die ersten Zauber und Kreaturen spielen. Macht sie auch direkt. Und jetzt wollen wir mal schön hier dem guten Ramas einheizen. Ich bin gespannt, was er jetzt machen wird. Oh, spielt er 5-farbig? Ne, der spielt aber mindestens schon mal 3-farbig. So, jetzt kommt, ziehe 3 Karten. Alter Falter, dem Typen geht's doch zu gut. Naja, unser Spontanzauber ist noch in der Hinterhand. Ich könnte die erste Kreatur jetzt hier spielen an dieser Stelle. So, was macht sie jetzt? Sie spielt noch eine weitere Kreatur. Und da kann sie auch noch Eile raufzaubern. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hole mir erstmal die Kreatur. Es ist jetzt nicht so wichtig. Gib mir mal Eile. Ist jetzt nicht so wichtig, dass ich den Spontanzauber bereit habe. Es sei denn, er macht Eile auf mich. Oh, du blöde Schlampe. Ups, habe ich das gerade laut gesagt? Na, ich würde doch niemals eine Lady Schlampe nennen. Denn zwischen Chandra und mir, da hat sich der Funken entzündet, meine lieben Freunde, ja? Also wir beide sind schon richtig rattig aufeinander. So, Ramas, er spielt ein weiteres Gebirge und noch eine weitere Insel. Natürlich kämpft er nicht, denn er kann noch nicht kämpfen, aber er könnte jetzt gegebenenfalls eine Kreatur spielen. Da kommt die 3-3-Kreatur und diesen Herrn der wilden Jagd, den kennen wir bereits. Da kann er sich ordentlich Wölfe zusammengeiern, aber der gute Grants hat natürlich hier die 3-3-Karte. Erdbeben fügt allen x Schadenspunkte zu und damit sind jetzt unsere Einheiten... Ne, meine nicht, aber ihre Einheiten sind alle down. Oha, ey, der macht hier gleich richtig Rambazamba. So haben wir natürlich nicht gewettet. Oh, sie spielt schon was? Da muss ich ja gar nicht mehr. Da muss ich ja gar nicht mehr. Das freut mich, denn spiele ich jetzt halt die 4/4er-Kreatur, die fliegende wohlgemerkt. Ich weiß, wir verlieren da jetzt immer Lebenspunkte, aber wenn ich jetzt schön angreifen kann immer... Ja, wir greifen natürlich mit unserer... Hallo? Wieso funktioniert denn mein Tastenkürzel nicht? Skandal, shouted someone. And he was probably right.
So, jetzt schön mit der 2-2er-Kreatur hier erstmal angegriffen. Also, momentan haben wir die Nase nicht vorne, aber wir sind ja zu zweit. Dementsprechend, Schadenspunkte. 4 an der Zahl. Damit ist unser Flieger dann leider auch K.O. Aber er hat sogar dadurch... Oh, und nochmal 4 Schadenspunkte. Ach du heiliger Kotnascher, der gibt aber auch Gas, der Bengel. Aber wir haben da vorne die Kreatur mit Wiedergänger, oder wie das nochmal hieß. Ach nee, fliegend und unverwüstlich. Genau, der rachsüchtige Vampir. Ich spiele trotzdem erstmal hier die 4-4er-Kreatur noch einmal. Ey, Moment mal, was ist das denn hier nochmal? Ah ja, stimmt, das ist dieses... Ja, nee, kenne ich. So, ja, machst du auch nochmal was oder bist du nur Deko? Meine Güte, ey. No homo. Obwohl, ist ja eh ein Vibe, die... Heiße Chandra, wie wir sie nennen. Ich nenne sie irgendwie immer Chandra. Ich weiß nicht, nennt ihr sie Kandra? Oder Kendra vielleicht sogar? Oder keine Ahnung, habt ihr noch einen ganz anderen Namen für sie? So, wir spielen jetzt den Vampir, würde ich sagen. Das ist ja ein Wiedergänger. Das heißt, wenn er mir den jetzt kaputt haut, dann kommt er mit noch ein bisschen extra Damage wieder zurück. So, ich greife jetzt schön mit der 4-4er an. Sie greift auch mit ihrer 4er an. Das sieht schon mal sehr sexy aus, was wir hier jetzt zusammen machen. Und das sind die 8 Schaden nicht. Sie wird meine Kreatur zerstören. Schon wieder zerstört sie meine Kreatur. Oder er, ist ja Ramaz. Aber eine Sache habe ich noch nicht so ganz verstanden, Freunde. Wieso haben wir uns eigentlich mit Kendra oder Chandra... Nein, ich nenne sie Chandra, ich bleibe dabei. Chandra Nala. Warum haben wir uns eigentlich mit ihr verbündet? Das habe ich noch nicht so ganz gerafft. Jetzt macht er hier wieder was. Ziehe 2 Karten und werf dann eine zufällige Karte ab. Okay. Der haut jetzt noch sein letztes Mana raus, damit er hier irgendwas Tolles spielen kann. Ramaz, so haben wir nicht gewettet. Oh, da kommt die 5-5er-Kreatur. Und wenn der erobernde Manticore ins Spiel kommt, übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl. Oh, nee, nee, nee. Das ist aber nicht schöner. Er holt sich die 1er-Kreatur, okay. Zum Kampf wird es jetzt noch nicht kommen. Ah, doch, klar, die 1er-Kreatur kann angreifen. Fliegend, wenn der Euer ins Spiel kommt, dann... Soll ich die kaputt hauen? Nee, scheiß drauf. Die einen Schaden nehme ich in Kauf, den kriegen wir die Einheit dafür gleich wieder zurück. Ich will ihr jetzt ja nicht hier ihre netten Spielzeuge kaputt hauen. So, wie viel kostete das? Das kostete sogar nur 2, wow. Aber ich glaube, sie haut den schon kaputt. Ja, sie kennt kein Erbarmen heute. Das heißt, ich kann ein paar Karten ziehen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Was kriegen wir da Nettes? Noch einmal kriege ich hier diesen Porno-Pete. Und den Porno-Pete spiele ich nochmal wieder direkt. Er hat noch ganz knapp die Nase vorn. Aber jetzt geht es in die Kampfphase. Und diesmal können wir wieder angreifen. So, komm schon. Chandra wird auch mit angreifen. Sehr schön. Und das sind die 8 Schaden, die wir ihm wieder reindrücken. Damit geht er auf 19 runter. Und ich werde jetzt übelst schnell reden, damit er überhaupt nichts mehr versteht. Oh mein Gott, was geht hier ab? Gewinne, gewinne, gewinne. Kauf die Lose hier und nicht an einem anderen Stand. Denn bei Grants gibt es immer die besten Preise. So. Und auf den Schock muss ich jetzt erstmal ein Schlückchen trinken. Ey, sonst habe ich ja gleich ein Pappmaul vom Feinsten. Eile. Naja, egal. Werf eine Karte aus deiner Hand ab. Okay, könnte er jetzt machen. Ah, ich habe hier gerade ein richtig schön frisch gekühltes Holsten. Holsten knallt am dollsten. So viel kann ich schon mal sagen. Noch jemand mit Eile oder was? Hatte der auch Eile? Ah ne, das war irgendwas anderes. Habe ich natürlich nicht aufgepasst jetzt, weil ich hier damit beschäftigt war, meinen Durst zu stillen. So, ich könnte die Kreatur kaputt hauen, aber natürlich... Ich dachte, Chandra kommt mir schon wieder... Doch, sie kommt mir schon wieder zuvor. Boah, die Alte, die geht ab. Wie Schmidts Katze, das kann ich euch sagen. So, dann würde ich gerne wieder ein... Ach so, darf ich ja wieder mal nicht. So, wie viel Schaden kriegen wir durch? 12 an der Zahl. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier den Ramaz beim ersten Mal platt machen, oder? Dafür, dass er hier so schnell Länder rausrotzen durfte. Aber was soll er jetzt machen, Leute? Ganz ehrlich... Ich meine, wir brauchen nächste Runde nur 7 Schaden. Ah, okay. Jetzt kommen 2 Länder zurück auf die Bibliothek. Ist jetzt aber nicht so wild. Ja, das war's. Leute, wir haben gewonnen. Ramaz ist Geschichte, wenn ich das jetzt einfach mal so ganz dreist sagen darf. Ich gehe schon mal direkt auf weiter. Ja, jetzt spielt die noch eine Kreatur. Wofür denn das, Madame? Wofür denn das?
So, jetzt machen wir den Großangriff hier. Zack, zack. Und der Angriff wird gestartet. Wie sieht's aus? Schick deine Einheiten auch noch mit rein. Und dann haben wir Ramaz besiegt. Shanras Verbündeter. Die Errungenschaft haben wir uns jetzt auf jeden Fall gesichert. Und was haben wir da für eine Kreatur gekriegt? Die muss ich mir gleich mal anschauen. Titel freigeschaltet, Sieger. Wir haben eine Errungenschaft erhalten. Shanras Verbündeter, habe ich ja gerade schon gesagt. Sieger, den Titel Meister der Welten haben wir freigeschaltet. Den müssen wir uns natürlich direkt geben. Und dann haben wir hier noch den Hirnegelklumpen. Verursacht Trampelschaden. Immer wenn der Klumpen einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du die Karten auf der Hand dieses Spielers anschauen. Falls du dies tust, kannst du eine Karte davon wirken, die kein Land ist, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Das ist ein krankes Viech, das kostet aber auch 8 Mana. Und wir gehen einfach mal zur Kampagne. Vielleicht kriegen wir jetzt noch ein schönes Video hier zum Abschluss. Ja, sehr schön. Der große Drache hat geflüstert, dass du mich finden würdest. Hat dein großer Drache dir auch gesagt, dass ich dich töten werde, Wahnsinniger? Feigling. Du bist ein beeindruckender Planeswalker geworden. Danke. Ich bin dankbar, dich an meiner Seite zu wissen. Und jetzt tritt einen Schritt zurück. Mach's gut. Ja, die Story, die war natürlich flach wie eine Zwölfjährige. Aber was will man machen? Die haben immerhin versucht, so ein bisschen Story da reinzubringen. Das will man die natürlich nicht verübeln. Es ist ja, ihnen einigermaßen gelungen. Ich fand, war jetzt nicht so packend unbedingt, dass ich sage, jo Mann, ich hab Shanra geholfen, ey. Ich hab alle Artefakte gefunden. So war es nun wirklich nicht. Aber ich find's auch eigentlich mal eine schöne Sache, dass sie jetzt so ein bisschen da was versuchen reinzupacken. Von daher kann gerne bei Magic 2015 wieder so passieren. Jetzt rede ich schon von Magic 2015. Dabei haben wir hier noch einiges zu tun. Die Herausforderungen habe ich schon alle abgeschlossen, liebe Leute. Die waren diesmal wirklich richtig easy. Die habe ich echt alle ohne Hilfe geschafft. Überlegt mal, beim letzten Mal waren die ja echt knüppeldick. Das ging ja gar nicht. Jetzt waren die aber doch recht einfach und dementsprechend habe ich die schon alle so einmal durchgekloppt. Fürs Let's Play wären die, glaube ich, trotzdem nicht so spannend gewesen. Teilweise waren die schon ein bisschen zu leicht. Wie geht's jetzt weiter? Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Rache-Kampagne geben wird. Falls dem so ist, wird die bestimmt auch noch kommen. Aber ich würde gerne den Sealed-Modus mit euch gemeinsam spielen. Ich habe schon einmal den Sealed-Modus durchgezockt. Das Besondere daran ist, man bekommt Booster-Packungen mit 14 Karten jeweils und man muss sich dann sein eigenes Deck zusammenstellen. Also das ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Ding, muss ich sagen. Macht richtig Laune. Und das würde ich jetzt gerne als nächstes mit euch in den Angriff nehmen. Einen Slot habe ich noch frei. Das ist so der kleine Nachteil, dass man wirklich nur eine bestimmte Anzahl an Slots hat. Und ich würde sagen, das sehen wir dann einfach beim nächsten Mal. Ich werde euch die Credits hier noch durchlaufen lassen und wir sehen uns dann in einer neuen Folge von Let's Play Magic 2014, dann in dem Sealed-Kampagnen-Modus. Und bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao.
one else to follow. Happy ending.